Logan. Gleich schon mal ein paar Sachen auf der Karte, ne? Da weiß man ja direkt, wo man hingehen könnte. Und es erstmal nicht tut, weil man in der neuen Stadt ist. So. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir von links nach rechts. Theoretisch sollte ich auch mal übernachten. Du hast auch noch was? Spherical perfection. You don't think it's Armadillin? He said it was in Trizold Cave. Let's head on over there. Ich heule immer wieder, wenn ich eine goldene Kiste sehe. Gib mir den goldenen Schlüssel. Please. Ich habe jetzt schon die Hälfte der Orte wieder vergessen. Sie ist fest verschlossen. Du darfst hier nicht durch. Na? What? Ist ja so viel kaputt. Okay, da sehe ich immerhin einen Norman. Irgendwas Besonderes hier? Nichts Besonderes. Keine Entdeckung, gar nichts. Keine Kisten. Was für eine Bedeutung hat dieser Raum hier? Dieser kleine Trümmerhaufen. Also diese Stadt hier ist schon ein bisschen arm dran. Bis jetzt haben wir noch nicht mal richtig irgendwas gesehen. Wohnen alle in Zelten, ja gut. Heißt ja nicht unbedingt was Schlechtes. Skizz. Okay, für den Kaktus gab's nichts. Folienkartoffeln. Dafür gibt's jetzt ehrlich auch kein Skit. Ach komm. Ist es zwar neu hier, aber diese ganzen Gerichte hatten wir schon mal. Ich hätte auch gerne wieder Currybrötchen. Ich glaube, ich weiß, was ich mache, wenn über Weihnachten, wenn ich in Hamburg bin. Ah, Currybrötchen. Gegrilltes Hühnchen. Dafür muss es doch aber ein Skit geben, oder? Nope. Das ist auch ziemlich teuer. Okay, aber jedes Gericht mal durch. Warte mal, war hier nicht irgendwas prüfen? Bin ich gerade. Hier stand sprechen, dann bin ich aber doch von hier weggegangen, stand hier irgendwo prüfen. Ah. Moment, ist das Juri in Tipo? Was? Also Tipo, geil. Aber wer ist das da drin? Und dafür gibt es auch kein Skit. Happens. Juri und Tipo, ja, da dachte ich mir auch gerade so, what? Barschwert, okay. Hol ich mir nicht. Aber mal daran denken, jetzt wenigstens die ganze Sache aufzufüllen. Endlich mal Geld ausgeben. Tue ich ja sonst nie in diesem Spiel. Das war teuer! Okay. Can't you give us a break on the medicine at least? Sorry, I'm already putting my life on the line. Hey, Mister, don't you know that you're getting ripped off? I know, but in this region, traveling merchants are the only people we can count on. But five times the market rate is just too much. There's a rampaging elephant in Zafgot Moor that is attacking merchant caravans. The danger involved caused the prices to skyrocket.
If it's just an elephant, aren't there plenty of ways to deal with it, like running away or setting a trap? But it has wiped out many cavalries and armed troopers. Definitely sounds fishy. Could you possibly be the shepherd? Oh, yes. My name is Saray. Oh my. We've heard a lot about you. Your hope for this world. Please, do your best. Please, let us know if you need anything. I pray we can be of use to you. Thank you. Just saying that means a lot. Okay. Ich dachte auch gerade so, warum kann ich mich schon wieder nicht bewegen? That's how it's always been in Logrin. They must admire and respect the shepherd full-heartedly. Even though they're in a state like this. Isn't that where you come in, as the real shepherd? Looks like it. Just saying. Ebenso, weil sie sich in so einem Zustand befinden, sind sie noch am Boden geblieben. Ich bin nicht in Tales City, auf Cydia 2, wo ich Katzen sammeln muss, okay? Und was fehlt mir denn noch für den Skit? Zuerst mal Norman. Norman. Fyra. Feuerangriffskraft. Ups. Weiß nicht, ob das so das Beste gerade ist, aber ich glaube ja. Nehmen wir einfach mal hin. Danke, dass ich mich wieder bewegen darf. So, gib mir die... Wow. Okay, irgendwie gerade ein bisschen buggy hier. Ja, gib mir Karte. Sehr nice. So, um die Ecke ist hier was. In dieser Stadt gibt es alleine zwei verdammte goldene Kisten. Es fehlt Storyfortschritt. Ja, gut. So, an sich wäre ich jetzt hier fertig, würde ich behaupten. Ah, eine Meisterleistung. We've collected quite a few anomalous orbs. You mean those orbs you get from mutant hellions? If you possess these orbs, you will be able to manifest powers beyond your ability. But there's also the risk of turning into a horrible monster. Then wouldn't it be better to throw them away or break them? It's fine for now since I've sealed its powers, but it's nevertheless something that can have a baleful effect depending on how it's used. And moreover, breaking them will cause malevolence to spread over the entire area. So in conclusion, it's a good idea to pick these up as we go to avoid further problems, right? Yes, but mutant hellions are incredibly strong. If you ever find yourself in a tight spot, remember that there's no shame in escaping. Got it. Natürlich will ich erstens wissen, wo der fucking Schlüssel ist. Aber mal so. Ich vergesse in jedem Spiel, wie man flieht. Weil ich es einfach nie tue. Und an sich auch nicht brauche. So Karte wollte ich. Ja. Der Spion. Mörder der Kinder, Geheul, gibt's was Neues? Haus der Irisstein, da werde ich auch wieder hin. Also ich will wenigstens jeden Irisstein mitnehmen, weil die haben halt noch so ein bisschen Background-Wissen. Und wir brauchen einen Elefantenhellion. What? Ist das wegen eben dieser komische Elefanten? Kingsbums, wegen der Medizin. Ja, das finde ich auch. Die Jagd nervt mich so ein bisschen, Maven. Wo bist du? Schon wieder die ganze Ganglin-Ruinen. Ja, gut. Echo-Spec? Sollte eigentlich nicht sein. Du willst die mitnehmen? Was mitnehmen? Den Schlüssel? Ja. Wenn ich wüsste, wo der wäre. Wenn er jetzt hier ist, ich habe keine Ahnung wo. Deswegen gehe ich einfach mal weiter. Most likely.
Nein, die Iris-Steine. Ja. Warum sollte ich die Iris-Steine nicht mitnehmen wollen? So, gucken wir uns erst den Dungeon an oder gehen wir unten zur Straße? Oder gehen wir erstmal komplett woanders hin? Ich würde jetzt mal in Richtung Dungeon gehen. Dungeon First, wow. Warum gehe ich heute in die richtige Richtung? Ich weiß es auch nicht, aber ist doch toll. Indem du angefangen hast, Mikleo. Indem du angefangen hast. In der Nähe vom Dungeon ist der Kaktus. Ja, ich hatte eh jetzt erstmal vor, hier runter zu gehen. Und die Sackgassen zu erkunden. Da ist immer eine silberne Kiste, die ich öffnen kann. Die Krabben sollten nicht schneller sein als ich. Wenn doch, fresse ich einen Besen. Ah, immerhin Monolith noch, ne? Wait a second, Norman habe ich hier auch noch nicht gefunden. Oder zählt die Stadt als hierzu, Nina? Sollte eigentlich nicht. Ja. Gut. So, da oben ist noch rotes Eisenkraut. Lecker Besen. Safran. Ist eigentlich immer das, was ich komplett vergesse. Also jetzt im Mid- bis Late-Game komplett verkackt das Ratespiel. Quarzschwert. Könnte ich ja jetzt mal gucken, was das im Endeffekt macht. Schwert, eine Art Verteidigung, gibt mir eigentlich nur Verteidigungswerte. Tolles Schwert. Oh. Also ich sag wegen den SA einfach mal nein. So, gegen dich müssen wir wieder kämpfen. Denn du bist fucking schnell. Ja, sag ich doch, Mid- bis Late-Game, hörst du mir zu? Das ist das Ende von Mid-Game mit drin. Oder was denkst du? Schönen Quarzschirm, den können wir eigentlich theoretisch auch ausrüsten. Das sieht doch schon mal eher nach einem besonderen Kaktus aus, weil es überhaupt mal ein Kaktus ist. Führe die Wand. Führe die nächste Wand. Und die letzte dazu. Na komm, noch eine geht. Und bist du der Kaktus? Natürlich bist du der Kaktus. Keine Rose ohne Dornen. Keine Rose ohne Dornen. Ein Kaktus mit Blumen. Es ist eine Pflanze, also ja. Was hast du erwartet? Ich wusste nicht, dass sie bloomed. Ihre Thorns sind der famous part. Well, you know what they say. Every rose has its thorn. That's plant racist, you know. Plant racist? Many plants have pretty flowers. A certain subset have thorns. Why do the roses get a proverb out of it? Pure arrogance is what it is. A rosaceous conspiracy to oppress all other flora. Right. Okay, then can you think of a good cactus proverb? Every cactus has its flower. Jinx!
I should have tried harder. Okay. Sonst ist hier wahrscheinlich nichts mehr. Aha, sagte er und fand noch was. Unwichtiges. Aber es ist Essen. Der kleinere? Ja. Das war doch dieses grüne Vieh, was man in Tales of Race als Event da war, ne? Von dem Tales-Spiel, was ich an sich noch so nicht gespielt hatte. Aber in Race halt vorkam. Das grüne kleine Viechchen. Natürlich ist es eben. Ich meine, wo sollte man sonst hin? Ist halt doch vielleicht ein Teil der Stadt. Aus Abyss. Ich meine, der Hauptcharakter ist immer noch ein Arschloch am Anfang. Aber ne, er wohnt halt nicht so wie die Leute hier in dieser Stadt. Wait a second, das ist eine Tür. Kann man wahrscheinlich überhaupt nicht öffnen, jemals. Caps-Taste, ja. Indem du ab und zu trotzdem zwischendrin was klein schreibst. What? Und davor war es definitiv nicht die Caps-Taste. Da haben wir wieder unseren Elefanten. Sollten wir auch mal wieder mitnehmen. Sonst habe ich gefühlt überhaupt nicht gekämpft. Die Chat, ja gut. Dessel, mach mal und Rose. Genau das. Guter Einsatz. Was fand ich? Dessel oder Rose, das war Layla, aber. Immerhin benutzt sie ihr Art, was dann halt noch Windelement beinhaltet. Hat man ja auch nicht oft. Wait a sec. Ah, okay. Das war echt kurz. Hallo Dungeon. So, ich habe hier in der Wüste auch noch keinen Norman gehabt. Nein! Ach. Dafür habt ihr eine Feuerwand verdient. Nicht nur eine, gleich zwei. Und die dritte kommt hinterher. Die trifft wahrscheinlich nicht. Doch, wurde wieder zurückgeblasen. Das trifft auch noch. Ja, endlich. So, aber ich glaube, gleich mal wieder kurz eine Speicherpause machen. Der Dungeon sieht nice aus. Führt aber gefühlt auch wieder in die Ewigkeit.